Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Ghost Recon Wildlands. Ja, heute dabei unser Dr. Disco. So, dann sag mal. Na, guck mal. Das Navigationssystem zeigt uns den Weg. Will ich besser am Motorrad fahren? Was meinst du? Fahr lieber mit den Bulli, Renato. Sicher, sicher. Oder auch nicht. Warum? Warum tust du das? Verfickte Scheiße! Weißt du, wie Karre normalerweise aussehen müsste? Stronzo. Scheißdreck. Gib Gummi! Fliegt. Nehmen wir das. Bestätigt. Oh, falsche Karre in Luft gejagt. Was ist denn da einer? Ach, sag das doch. Gott, ich blute! Chill, chill, chill. So, in dem Gelände. Upsala. Schau dir mal das Eisen an, was ich hier habe. Warte. Damit mache ich Django. Django mache ich stolz damit. Ich sehe nichts. Bist du. Ja! Ich fahre das. Kannst du dich jemand draufsetzen? Ja, ne? Nein, kann ich nicht. Du bist ein Doppelsitzer? Da ist hinten so ein Kissen drauf. Nein, kann ich nicht. So, ja, aber. Hast aber zwei. Vollgas. Na? Nein! Du kriegst ihn gar nicht hochgezogen. Muss mir eben kurz den selben Ort. Oh Mann, ich komm nicht mehr weg. Wir sehen das an der anderen Seite. Jetzt fahren wir ganz langsam wieder hoch. Ich hab die Karre nicht mehr gebremst gekriegt, ne? Hab ich gesehen. Die Reifen müssen blank sein. Boah, ich lauf gleich zu Fuß, ey. Nee, lass mal. Das Motorrad geht überhaupt nicht. Hab was! Das hat Spaß gemacht, das machen wir nie wieder. Wenn es ein Helikopter ist, bring ihn vorbei. Ich hab was viel Besseres. Da ist irgendwas Schnelles unterwegs. Ja. Spring rein. Hast du den von der Rallye geklaut? Wo ist das her? Von der Straße gepickt. Und hier läuft Musik, wo es die Leute zu aufwecken. Wow! Schön gemacht! Ja. Schön gemacht! Warte, jetzt habe ich die Schnauze voll. Bowman hat Fahrzeuge, warum bitten wir die Rebellen darum? Das Resultat zählt. Steigen wir ein. Ich kann nicht einfach einsteigen. Was ist das für ein Scheiß? So blöd, so weit. Ja, na, komm, wir laufen das Stück. Das kannst du echt keinem erzählen. So, warte. Falscher Cheat. Guck mal, was ist das für eine Karre? Der hier in 360 auf der Straße. Und auf einmal Gras. Die kommt nix in dem Video. Mit Gasmaske und Achselhand. Oh, ich hab was getroffen. Oh nein, du hast sie getroffen. Hä? Du hast sie getroffen. Fahr querfeldein, querfeldein. Voll drüber! Ah. Der Motor. Yeah! Ups. Weißt du, wie das knallt bei voller Fahrt? Wir sind dran vorbeigefahren, ne? Fahr da runter. Warte, ich sehe hier oben und unten nicht mehr. Lass ausrollen. Juhu! Was meinst du, wie kalt das Wasser da unten ist?
als was du dich da abscheißt, wenn du da reinfällst. C4 in Position. Sehr schön. Nein! Boah. Tango getroffen. Boah, mit dem Revolver gesniped, ey. Richtiger Revolverheld bist du hier. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Feind gesichtet. Weißt du, wie viele rumfliegen? Kapern wir ihn und lassen die Ladung den Rebellen zukommen. Deck mich mal. So, warte. Du musst diesen Piloten ausschalten, sonst ist der Helikopter ganz schnell weg. Den brauchen wir, oder was? Puta madre. Nein, der Pilot muss weg, sonst steigt da einer und fliegt mit dem Ding. Ist der Schwarze, wa? Nee, warte mal. Da. Mit Helm. Mit Kopfhörer. So, ja, das ist der hier. Nummer 1 ist markiert. Noch nicht schießen. Nee. Halt dich aber in Bereitschaft. Der Tango ist hin. Du hast ihn nicht getroffen. Doch, hab ich. Ruhig. Alles gut. Ich habe eine Rechnung für den Bau einer Tonkabine gefunden. Sicher für Ferikos Radiosender. Sehen wir uns die Adresse einmal an. Abschuss bestätigt. Warte, letzte Gabier. Lass ihn da. Luft! Eisen! Alter, ist der geflogen. Da hebst du ab. Warte mal, hier ist so ein... Da vorne ist der Kingslayer. Ja, genau, hier ist eine Kiste. Ich sehe eine Waffenkiste. Ja, das sehe ich jetzt nicht, weil ich die schon alle habe. Kann was ich gebrauchen. Handgriff Typ 2, Unterlauf. Oh, nice. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Bei dir in der Hütte oder wo ist das? Ups. Da ist die Akte. Und Thema V-Lokalnachrichten. Dinko-Kämpfer Raul Vargas geht in die USA, um eine Karriere als Mixed Martial Arts Kampfsportler in der Global Fighting League zu beginnen. Lass mich fliegen, Romano. Ich flieg das Ding. Dinko-Kämpfe. Diese Jaguar-Klauen verschreckten so viele seiner Gegner, dass Vargas die meisten Kämpfe gewann, nachdem er nur ein oder zwei mächtige Schläge gelandet hatte. Jetzt will Vargas, der mehr als 200 Dinko-Kämpfe gewonnen hat, seine Stärke und sein Können Alter, ich hab was gefunden. Lass es bleiben. Liefer den Heli ab. Was machst du da? Quack, der Bruchpilot. Ich hab da Vögel gesehen. Warte mal, ich will die mal schreddern. So Deko, schade. Ich dachte mir so, was will der denn jetzt machen? So, warte mal, hier ist noch was Schönes. Wir könnten aber. Gut. Bitte setz doch einfach den Heli ab, da unten ist doch einer. Ist aber klein. Oh. Scheiße. Ey, aber das Ding fährt noch. Oder auch nicht, ich kann nicht mehr einsteigen. Oh, geh mal weg. Wie so ein Stein, ey. Ja, Quack, der Bruchpilot. Jetzt haben wir aber ein Problem, ne? Nein, ich war Fahrzeuge, warum bitten wir die Rebellen darum?
Jetzt lässt du mich aber fliegen. Bin ich runtergerast gekommen wie ein Stein oder was? Wie runtergerast? Wie Flamingos hinterhergejagt. Hast du irgendwo noch diese gelben Achten? Ja, geradeaus weiter. Ich hab markiert am Arm. Alles klar. Und Strom. Whee! Versuche da oben auf den Kran zu landen. Diese Mausoleen sehen neben den anderen geradezu niedlich aus. Sie bauen sie für ihre Bouchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas brauche, wenn ich tot bin. Was bist du, ein Ziel? Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. Ich habe noch einen Tango. Hier ist nicht ein Tango bei mir. Silencio, Mache. Das ist ein zweiter Tango. Ich hab Fragen an dich, Arschloch. Ich sag, was ich weiß, aber tu mir nichts. Hast du auf irgendwas geschossen? Jo. Für den Dicken da oben raus. Gracias, gracias, Mamacita. Das freut mich sehr. Lass mich nicht sehen. Solides, aber ich habe Pericos Ex-Bodyguard gefunden. Arturo Ruiz. Er arbeitet jetzt für das Kartell in Hürka in einer Mine. Was ist da vorne los? Blut zwischen den beiden. Also vielleicht verrät er den DJ. Ist ein Party gemacht. Von den Dicken da weg. Stronzo. Gleich geht's hier los, ne? Die scharfe Kiste gefunden. Ja. Laservisier. Hier ist noch irgendwas. Benzin. Oh, das kann ja mal passieren. Ich hab was. Halt sie noch mal ein bisschen auf. Platz in der Kopf weg. Warte, ich komme runter. Zum Mitfahren? Ja, sicher, wenn ich runter. Ah, nein! Warum? Warum hast du das nicht? Ja, was willst du machen? Er ist gefallen wie ein Stein. Du tötest. Da bist du aber zuerst mit den Füßen in den Boden geragt, was? Aber sowas von. Ich dachte, das. Das ist ja was so eine Animation, was du jetzt wieder von der Klippe springst mit dem Fallschirm, aber nein. Gott verdammt. Da vorne ist der Kickstarter-Teil, die hole ich mir eben. Mach das. Ah, die habe ich schon. Gummibando. So, dann markieren wir doch schon mal das nächste Ziel. Wo sind wir denn hier? Guck mal, wenn wir hier runterfahren. Oh, das gibt's doch nicht, warte mal. Hast du alles? Noch nicht. Alter, was ist denn das für eine Pipe? Kann man da runterfahren? Oder ist das für Öl? Oh, stopp. Jetzt. Der Wagen ist mehr als demoliert, ne? Das kann ja mal passieren, ne? Ist los hier drin? Was? Ich bin als Schützer recht nutzlos in diesem Wagen. Machst du das schon? Oder auch nicht. Oh. Und weiter. Oh. Wie der Wagen hier am Ticken ist, ne? Bowman, wir
betreten jetzt die Provinz Malka. Haben Sie Informationen? Oh shit, da ist irgendwo El Chino. Ist das jetzt schlecht, oder? Das ist der angesagteste Narco-Corrido-Sänger. Seine Lieder preisen den Drogenschmuggel an. Da können reicht mir. Reden. Lass laufen. Sollten Sie aber. Er ist das öffentliche Gesicht des Feindes. Eine Propaganda- und Rekrutierungsmaschine mit einer Stimme aus Sand. Seine Fans sind so verrückt nach ihm, dass sie im August die Bühne in Anaheim auseinandergenommen haben, nur weil er nicht auftreten wollte. Er hat also einen. Finden Sie alles über El Chidos Besuch heraus, damit wir die Nummer versauen können. Er hält sich bestimmt... Warum zu fick bist du schneller als ich? ...unterwegs sein, weil ich es kann. Die Reise für ihn auch lohnt. Alles klar, wir konzentrieren uns auf den Agenten. Du musst mal gucken, wo die blanken Stellen sind. Oh. Warte. Cabron, ich hab was. Warte. Der Tango ist hin. Shit, Kartellsoldat. Aber was für ein Ofen die hier hatten, ne? Warum fahren die so ein Ding da raus? Nee, dann lassen wir stehen. Ich hab ja so meine schlechten Erfahrungen. Gerade was bergab angeht. Wie dann gemacht? Ich hab beide Bremsen durchgedrückt, Romano. Das Ding ist weitergerutscht, ne? Aber wie? Bestimmt mit 80 Sachen darunter. Oh, die Mine. Oh, ja, was haben wir denn da Schönes? Sollen wir die rauslassen? Was meinst du? Warte. Ist schon lange stillgelegt. Wir werden beobachtet. Die alte Silbermine der Spanier. Da drin haben lange Sklaven geschuftet. Ich habe gehört, dass in den Silberminen Altäre sind. Die Minenarbeiter mussten El Tio bei der Arbeit Coca und Tabak opfern. Das erklärt, warum Santa Muerte hier so leicht heimisch werden konnte. Tango 10. Alles klar. Da oben ist ein Scharfschützen. Weißt du, wie viele Scharfschützen hier sind? Ja. Kommt, Jungs. Angriff. Boah, den ganzen Hals weggeschossen. Gracias, por favor. Tango getroffen. Hast du den Typen... Ja, gut. Der hat nämlich gerade seinen Kopf weggezogen. Runter mit dir. Es gibt eine geklatschte. Ich habe was gefunden. Der Gerät. Ich habe Hinweise darauf, dass das Kartell Perico ein Haus in einem Dorf namens Todos Santos gebaut hat. Mal sehen, ob er da ist. Hier ist noch eine Kingslayer-Akte. Hier habe ich alle. Gut, warte. Que pasa, banda? Aquí dice Perico mit tollen Neuigkeiten. Heute schon wieder so eine Galgenmusik aus Mexiko, oder? Ihr werdet es nicht glauben. El sueño persönlich. Que tal, Perico? Freut mich, hier zu sein. Buen día, el sueño. Willkommen in meiner Show. Ich fühle mich geehrt. Ich werde, ihr baut hier den Fokus. Oh, da oben ist ein SUV. Das ist richtig. Hm? Ja, ich hab den Freund in Toronto. Hier, aber ich will mir das eben anhören. Der ist potthässlich, also kriegt er keine Frauen ab. Aber vorgestern hat ihm so eine ziegler Baupläne gezeigt. So riesig sein, wie ein Tempel oder so. Ein Mausoleum. Ein Mauso... was? Ich habe Französisch nicht mehr so drauf. Kannst du vielleicht erklären, was das bedeutet? Mausoleum. Ein griechisches Wort für einen prachtvollen Steinbau, wo Könige und Kaiser begraben werden. So, wohin geht das nächstes? Ich hab markiert, südlich. Es ist ein Symbol für unsere Leistung. Muss ich ihn selber markieren, weil. Warte, lass mich fahren. Dass große Männer mit der Hilfe eines großen Volkes alles erreichen können. Spring mal raus. Sogar Geschichte schreiben. Die Santa Blanca hier in Bolivien. Esto es para el pueblo. Ja. Da geht's lang. Ich seh's. Willst du nicht hier in diesem Bereich bleiben? Bei DJ Perico oder willst du nach Malka? Na, der vorne ist noch so eine Quest, die ich annehmen kann. Ja, aber es ist
ein ganz anderes Gebiet. Das ist ein ganz anderes Gebiet? Naja, das ist Malka mit Elf. Tatsache. Ja gut, dann fahren wir jetzt hoch. Mein Fehler. Alter, was denn hier? Haben sie Sensenmänner aufgestellt? Ey, zwisch mal ab hier. Hier wird nicht gebetet. Schwör deine Propheten woanders. So. Das Einsatzziel anders markieren. Ach, guck mal, wir können direkt Todos Santos. Hat er sich ein Haus bauen lassen, oder wie habe ich das verstanden? Naja, warte kurz. Sollen wir das Auto mitnehmen, was meinst du? Ich hab dich doch kaum berührt. Du hast mich voll immer aufgefallen. Wolfgang, da hat sich was im Radkasten verfangen. Aber wie? Die dreimal um die eigene Achse gedreht. Gerädert. So fette Steine. Oh. Weißt du, Steinbruch ist relativ. Sommer Bob, der Baumeister spielen, was meinst du? Ich hab da vorne was gefunden, wo ich gerne mitfahren möchte. Das sieht nach Abenteuer aus, das holen wir uns. So, meine Freunde, leider endet das Spielzeug heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Together, Ghost Recon Wildlands. Es bleibt spannend. Bis die Tage. Warte.